Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Dragoness. So, ja, wir haben ja jetzt hier, in der letzten Folge waren wir ja jetzt hier im Sumpf von irgendwas und ja, es war schon ein bisschen schwieriger auf jeden Fall, muss man sagen. Ja, ist mal auf jeden Fall alles neu gewesen und ja, vom Schwierigkeitsgrad in, ja, es ging ja auf jeden Fall, aber man wusste halt zeitweise nicht, ja gut, was macht man jetzt? Und dann waren da, war da ein Monster zu wenig gespawnt oder der ist sehr, sehr, sehr spät erst gespawnt und ja, war so ein bisschen so lala. So, 69 mittlerweile. Das ist schon mal sehr gut. Und das heißt, das bedeutet wiederum, dass wir nicht mehr ganz so viel grinden müssen, weil wir jetzt, beziehungsweise was heißt überhaupt grinden? Wir haben jetzt noch ein Level bis zu 70 und ich denke, das kriegen wir so mit ein paar Questen auf jeden Fall hin. Und wir können jetzt direkt eigentlich auch schon wieder jetzt diese Solo-Dinge jetzt machen. Das haben wir abgeschlossen, das Tal der Finsternis. Können wir es auch gleich nochmal annehmen. Okay, dann gucken wir mal. Hallo? Geht ja auch noch nicht. Fehlt ja scheinbar immer noch was. Verstehe das nicht. Ich könnte jetzt natürlich auch den Chaos One nehmen, aber das wäre einmal halt einfach nichts bringen. Aufgabe 2. Liana. Goldwiese auch noch eine Aufgabe. Bringt es halt überhaupt nicht, ne? Wo ist denn die Quest? Ich habe gedacht, die Quest, die kommt. Oh, das ist ja ganz toll. Blaumondwald. Ah, das war der Sumpf der Toten Nacht. Das war ja die Quest, die jetzt hier... Ah, ach so, oh, das sind so Level 70er schon. Ah, deswegen war nicht so heftig. Ha, lol. Okay. Aber hier kommen wir auf jeden Fall nochmal rein. Hier wegen der täglichen halt. Aber ich weiß es wirklich echt nicht. Es ist wirklich echt schwer. Wir machen das ja in beide Dungeons gleich mal auf normal. Es ist wirklich echt schwer, da irgendwie was zu sagen darüber, weil ich weiß jetzt nicht, wo das hier sein soll. Die Quest, die ist ja irgendwie richtig verpackt. Muss ich mal gucken, aber ich kann nochmal gucken, dass ich vielleicht nochmal in den 70er reinkomme, dass das vielleicht mir falsch auch auf der Karte angezeigt wird. Na, das könnte natürlich möglich sein. Aber ansonsten wüsste ich es auch gerade nicht. Ja, so sieht das halt aus, leider Gottes. So, dann hier, zack. Komm. Okay, so. Übrigens hat sich der Zustand in meinem Zimmer nicht gerade verbessert. Ja, es ist nicht gerade kälter geworden. sondern es ist sogar gefühlt auf jeden Fall wärmer geworden. Und ja, aber da muss ich halt auf jeden Fall durch. Das zählt ja alles nicht. Zack. Wobei ich natürlich auch weiß, dass ihr es verstehen würdet, wenn ihr jetzt mal keine Folgen bekommt. Aber ich möchte das ja unbedingt machen. Und deswegen, ja, bin ich da halt auf jeden Fall auch noch mit dabei. Und ich will halt auch so wenig wie möglich Ausfall haben. Und ich hatte letzte Woche schon auf jeden Fall ein bisschen Ausfall gehabt. Und deswegen muss ich da jetzt hier ein bisschen durchziehen. Zählt halt alles nichts. So, zack. Ja, schön in der Giftebrühe. Lecker, lecker, lecker. Ja, sehr geil. So, Königin Daymare. Die fällt. Das Geld nehme ich mir ganz gerne auf jeden Fall wieder mit hier. Weil es hier natürlich ein bisschen, ein bisschen Schaden gibt. Wie waren wir jetzt? Wir hatten ja vorhin 1050, jetzt sind wir sogar schon bei 1070. Aber ich werde das auf jeden Fall mal hochrechnen. Ich werde vielleicht, das könnte ich vielleicht auf jeden Fall mal machen. Dass ich mal wirklich mal ein Tutorial mal zusammenstelle, was denn so die ungefähren Kosten wären. Ich denke, das könnte vielleicht sogar ganz gut ankommen. Für mich und so halt natürlich auch so für euch, dass ich da wirklich mal zu Dragoness mal auch mal ein Tutorial mache. Dass ich mir das wirklich mal zusammenrechne und mir mal wegen dann auch nochmal die Ergebnisse dann halt auch mal veröffentliche. Zumindest, ja, es wird wahrscheinlich sowieso sehr marktpreisabhängig halt sein dann.
Kann natürlich dann sein, dass sich das dann später halt immer wieder ändern wird, weil dann meinetwegen irgendwelche Sachen angepatcht werden oder hab das ja jetzt in letzter Zeit auch bei Arjan sehr oft gemerkt, beziehungsweise auch erst in der gestrigen Aufnahme für die Vorproduktion, was ich ja erzählt hatte. Da habe ich gemerkt, dass es halt einfach, ja, in der Zeit, wo du halt einfach nicht gespielt hast, na gut, das war ein Jahr jetzt dazwischen gewesen, dass da halt so viele Questen halt nebenher noch eingepatcht worden sind, in dem Bereich, der halt eigentlich in Anführungsstrichen, ja, tot ist, beziehungsweise wo man halt einfach in Anführungsstrichen nur tot durchlevelt, um schnell noch in den Endcontent zu kommen. Und ja, hier so kann das hier natürlich auch passieren, ne? Es könnte irgendwie passieren, wenn du jetzt irgendwie sagst, ja, dass der Marktpreis von irgendwelchen Sachen halt sinkt oder sowas in die Richtung, aber das werde ich mal wirklich dann nochmal analysieren und ja, wenn ich die Zeit und die Gelegenheit finde, werde ich dazu auf jeden Fall mal was machen. Da würde ich, das fände ich auf jeden Fall ganz interessant, denke ich. Bin Freund auf jeden Fall von Statistiken und so Daten. Deswegen hatten wir ja in der letzten Folge auch mal ein bisschen so einmal gemein, ganz ganz leger über YouTube mal ein bisschen geredet. So über dieses Projekt speziell, also speziell jetzt über Projekt Dragonist. Und ja, da gibt es übrigens auch noch keine Informationen halt, wie das dann ja in Zukunft aussehen wird. Jetzt auch erstmal, ja sowieso, erstmal noch ganz normal hier weiter leveln auf 70 und dann, ja, ist sowieso noch einiges an der Zeit noch mit dazwischen. Und ja, ich habe sowieso immer sehr, sehr viel zu tun und ja, privat will man natürlich dann auch noch mal ein bisschen was spielen. Und in erster Linie ist es bei mir halt auf jeden Fall League of Legends. Habe ich auf meinem Kanal ja zeitweise auch mal Let's Played. Kann sagen, dass da aktuell halt eine Pause drin ist. Ich habe es einfach zeitlich nicht geschafft. Und ich habe League of Legends da halt am meisten aktuell bisher eigentlich vernachlässigt. Ich habe es zeitlich einfach nicht geschafft, das aufzunehmen, League of Legends. Das ist mein großes Problem gewesen bei LOL. Zack. 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 So, jetzt war das hier so, dass wir da, glaube ich, in diese extra Höhle rein mussten, um dann hier gleich gegen den Boss zu fighten. Hier rein. Genau, da kommen wir hier runter. So, genau. Okay, so, jetzt kommt der Boss hier. Den können wir auf jeden Fall mal überskippen. Oder auch nicht. So, wo ist er? Da ist er. Der blockiert gleich mal meine Ulti, beziehungsweise meinen Spezialskill. Dann kriegt er halt die Ulti um die Ohren erstmal. Oh ja, da kriegt er gar nicht so viel Schaden. Mir wurde auf jeden Fall auch gesagt, dass man jetzt mittlerweile auch nicht mehr unbedingt auf Meister spielen muss, unbedingt, oder beziehungsweise das ja sowieso auch überhaupt nicht schafft, weil, ja, wie soll man sagen, ja, das schon sehr, sehr schwierig halt ist, weil halt das wirklich auch teilweise sehr equip-abhängig ist und mir wurde dann halt auch in die Kommentare geschrieben, dass wenn man jetzt wirklich, näher Preis-Leistung auf jeden Fall mal vergleicht, ist halt wirklich das epische Equipment halt wirklich das Beste. Und ja, ich weiß nicht, ich kann mir halt nicht unbedingt vorstellen, dass ich mit dem Geld, was ich halt aktuell habe, ich, wie gesagt, deswegen gleich halt jedenfalls mal das Tutorial, dass ich halt selber mal auch nochmal mir die Zahlen dann nochmal anschauen kann, was denn jetzt welches Equip-Teil dann halt auch kostet. Und ja, es ist halt schwierig, halt da wirklich dann das richtige Equipment halt auszuwählen. Da bin ich halt dann auch nochmal wieder am überlegen, ja, was machst du dir das 70er oder machst du dir das 80er oder was für ein Equipment machst du dir? Ja, es ist wirklich sehr schwierig. So, ich denke, wir werden jetzt mal schnell nochmal in die Stadt gehen. Um da zumindest schon mal, auf jeden Fall schon mal noch die paar Quests abzugeben. So. Okay, da haben wir auf jeden Fall ja sowieso ein paar tägliche Questen abzugeben hier. Zum einen natürlich auch wieder die Tränen der Göttin. Was gibt es dafür jetzt eigentlich mittlerweile? Habe ich, glaube ich, auch schon oft genug geschaut, aber... ja, so viele haben wir, glaube ich, gar nicht, ne? Tränen der Göttin, ja, wobei, so viel habe ich nicht. 55 Stück, so viele habe ich nicht, okay. Schwächungstrank. Klingt seit 20 Sekunden. Jetzt wird verringert sich Angriffskraft für eine Sekunde um. Für 1000 Sekunden. 9. Verringert sich Angriffskraft? Hä?
ist jetzt ein Debuff für andere. Kann mir das jemand vielleicht mal erklären? Ich sehe da irgendwie... Ich muss dazu sagen, also wenn ich das jetzt hier vergleiche, ne, das ist ja irgendwie auch ein bisschen fail eigentlich. Weil wenn ich das jetzt so sehe, ne, Schwertverschwörung ist Rang 30, ich sehe da keinen Unterschied. Also außer halt jetzt natürlich, dass die verschiedenen Prozentzahlen der Angriffskraft jetzt verringern. Und für wen vor allem verringern. Und die kosten alle gleich viel. Also wenn ich das den dann anwenden würde, also wenn das jetzt wirklich für Gegner wäre, würde ich ja immer den kaufen, weil der mir ja am meisten bringt. Komisch. Und hier unten genauso. Ausrüstung. Achso, kann man da mehrere kaufen? Mehrere Slots hat man da? Ja, 40er. 60er hätte man hier auch noch. Mehr gibt's allerdings, glaube ich, nicht, oder? Das hört dann bei 60 auf. Ah ja, das ist genauso stark wie das Set, was wir eh schon haben. Wie viel kostet das an Träne der Göttin? 3 Stück? Oh, das geht sogar. Das geht ja wirklich. Gibt's da irgendwo noch irgendwie so ein Extra-Dingens, wo man sich das nochmal kaufen kann? Also wo es noch einen gibt? Vielleicht, nee, aber nicht, eigentlich ja nicht, oder? Dann könnte ich mir das 70er-Equipment dahingehend erstmal dort, von dort holen. Dann scheiße ich da sozusagen erstmal auf den Set-Effekt. Aber ich wüsste jetzt nicht, wo dann auch so ein Beutenschneider-Pero wäre. Oder Nero, in dem Fall. Das ist ein bisschen schade. Könnt ihr mir auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben, wo ich denn da noch einen finde. Und ja, ich werde mal hier die Folge mal beenden. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Einschalten. Ciao.